Hallihallo und herzlich willkommen zu den Ender Games. Wir spielen heute das Känguru Kit und schon wieder die Ender Games, obwohl es gestern gab. Ganz einfach aus dem Grund, ich habe gerade Lust drauf. Und davor gab es ja eine Weile keine Ender Games und deswegen denke ich, ist es ganz okay. Wir spielen das Känguru, da wir das Känguru ewig lang nicht mehr gespielt haben. Und das Känguru ist einfach ein gutes Kit. Eins der besten, würde ich sagen. Vor allem, wenn es um Landbiome sich handelt. Im Wasser ist es natürlich der Delfin. Ich würde gerne da hoch. Okay, der Server laggt, habe ich das Gefühl. Wir spielen im wunderschönen Mesa-Biom. Das ist schon mal eine sehr schöne Sache. Und kommen durch die bergige Landschaft auch besser als andere weiter nach oben. Werde ich einfach hier mal behaupten. Auch wenn unser Doppelsprung nicht richtig funktioniert, da wir anscheinend lecken. So, auf jeden Fall haben wir schon mal ein Viertel-Level. Ein Viertel-Level ist besser als gar kein Level. Würde ich auch ganz einfach mal so behaupten. Ach, und heute Abend dürfte noch eine Runde Syndicate Games mit Mr. Morgame kommen. Bis dahin dürfte ich es hochgeladen haben und gerendert und getumbnailed und alles Mögliche. Und um 19 Uhr kommt auch noch ein Stream. Da dürfte ich gerade eben das Ankündigungsvideo öffentlich gestaltet haben. Ich habe den ganzen Tag irgendwie bis jetzt nichts Produktives geschafft und sind jetzt auch auf dem laggenden GOM-HD-Server. Und deswegen muss ich jetzt noch was aufnehmen, denn ich habe kein Video vorproduziert, außer diese Runde Syndicate Games, die ich noch nicht mal fertig bearbeitet habe. Naja, egal. Wir hätten hier 3x Speedblöcke. Wir vergreifen uns aber lieber an den Kisten. Yes, denn dort finden wir einen Bogen. Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Die Schutzzeit ist auch schon vorbei. Deswegen müssen wir uns in Acht nehmen. Und hoffen, dass wir den erwischen. Der jetzt auf jeden Fall, wenn wir ihn nochmal erwischen. Okay, das gibt's doch nicht. Tot sein dürfte. Yes, okay. Dann haben wir erstmal unsere Zeit mit jemandem verschwendet, von dem wir rein gar kein Loot bekommen haben. Und schnappen uns doch noch so einen Speedblock von da hinten. Wir wissen ja, dass da ganz viele sind. So. Und können dann auch mal schauen, ob wir noch eine Kiste finden. Mit Essen. Wir brauchen nämlich ganz dringend Essen. Den Bogen könnte ich mir auch mal auf die 3 legen. Die Schuhe könnte ich mir anziehen. Und dann sieht es doch schon ein bisschen schlechter aus als vorhin, weil wir jetzt beim Spieler sind und nicht regenerieren. Ich brauche ganz dringend Essen. Er ist direkt hinter uns. Pfeile haben wir auch. Haben wir? Wo haben wir Pfeile? Woher haben wir zur Hölle Pfeile? Okay, nicht getroffen. Die Katze, die wird uns nicht erwischt. Oh Gott. Oh Gott, da ist auch was drin gewesen. Nein, es war was drin, aber hat sich erst nicht angezeigt. Verdammt. Hatte der Essen dabei? Natürlich auch nicht. Hat er Rüstung? Nee, auch nicht. Aber hat er Ressourcen für Rüstung? Gut, dann machen wir uns einfach ganz schnell einen Goldbrustpanzer. Und einen Helm, da ich gegen Headshots auf jeden Fall geschützt sein will. So, und perfekt. Sieht doch nett aus. Jetzt sind wir schön gerüstet. Können unser Känguru-Leben dahin hüpfen. Zum Beispiel noch ein bisschen Fallschaden bekommen. Da, wenn wir nicht regenerieren, dann richtig. Wenn wir nicht regenerieren, dann schon mit richtig wenig Leben. Okay, Kiste bleibt da. Und hab Essen in dir. Nein, verdammt. Nächster Spieler. Immer noch relativ weit weg. Wir könnten natürlich jetzt einfach mal Kamikaze auf ihn zurennen. In der Hoffnung, dass er nicht so stark ist und dass er Essen droppt. Aber ich würde doch lieber über Kisten irgendwie was erreichen. Haben wir noch Level? Nein, haben wir nicht. Außerdem können wir auch hier ein bisschen mal was sortieren. So. Ich könnte mir Lederhosen machen. Naja, lassen wir das. So gut sind die, glaube ich, nicht. Hüpf ins Wasser. Perfekt. Okay, oder auch mehr oder weniger. Ich glaube, einfach runterlaufen wäre schneller gegangen. Okay, dann werden wir einfach... Ach nee, der ist eh da oben. Oh. Ist der da gerade gestorben? Ah, da wurde gerade jemand hergeswitcht. Konzentration, Maudado. Okay, der hat uns getroffen. Wenn er uns nochmal trifft, dann sind wir tot. Habe ich ihn getötet? Nein, er wurde von dem da hinten getötet. Gut, dann ist jetzt die Sache... Ich möchte ehrlich gesagt nicht durch einen Pfeil sterben, deswegen hüpfe ich mir mal ein bisschen weg. Und zu der Kiste hier, in der Hoffnung, dass da war Essen drin. Da war Essen drin und wir haben es nicht bekommen. Ach nee, schade. Wir haben wirklich kein Essen, nicht, dass ich nachher Essen habe und mich dann ärgere. Gut, dann werden wir wohl den Hungertod sterben, da im Mesa-Biom anscheinend keinerlei Tiere spawnen und auch alles vertrocknete Bäumchen sind, wie wir hier gerade sehen. Oh, Essen. Oh Gott, wir werden doch nicht verhungern. Wir werden leben. Iss, Maudado. Iss, solange du noch kannst. Oh Gott, hoffentlich reicht es, damit wir... Ja, wir regenerieren. Das ist sehr, sehr gut.
Das ist sehr, sehr gut. Da sehe ich unsere Chancen plötzlich wieder ansteigen. Haben in der Runde überhaupt schon was getötet? Ich weiß es gerade rein gar nicht mehr. Da können, haben wir noch mehr Essen gefunden und mehr Weizen. Gut, was können wir uns craften? Wir können uns noch nichts wirklich Besseres craften. Sodass es sich lohnen würde. Da hinten ist eine Kiste, glaube ich. Okay, erstmal nochmal Schaden bekommen. Ist aber nicht ganz so schlimm. Wir regenerieren ja. Nochmal ein Sweetblock. Ganz viele Sweetblöcke überhaupt überall. Ich hätte gerne noch ein bisschen Eisen, dann könnten wir uns eine Eisenhose machen. Und vielleicht besseres Equip insgesamt. Wir haben bis jetzt nur Goldsachen. Okay, okay, okay. Da ist ein Spieler. Ja, wo ist der? Oh, der ist gerade im Inventar. Ah, verdammt, jetzt nicht mehr. Er war aber im Inventar. Er ist sehr vorsichtig. Bedeutet, dass er wenig Leben hat, wollte ich gerade sagen, was es auch bedeutet hat. Okay, nächster Spieler. Okay, der uns besser trifft. Obwohl, 1-1. Take this. Ich würde doch lieben gerne craften, da wir hier die Möglichkeiten dazu bekommen haben. Allerdings habe ich richtig Angst, dass er näher kommt. Außerdem müssen wir unser Inventar sortieren, bevor wir irgendwas craften können. Er kommt ganz, 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 ganz langsam näher. Und wir craften uns einfach, während er ganz, ganz, ganz langsam näher kommt, bessere Sachen. So, dann noch Eisenschuhe. Und in der Hoffnung, dass er keine Enderperle zu uns hochwirft. Okay, jetzt werden wir schon mal Full Iron. Der Helm ist ja egal. Außerdem habe ich die ganze Zeit vergessen zu essen, weswegen ich mich jetzt im Nachhinein schlagen könnte, weil es richtig dumm ist. So, wir wurden erstmal im Müll reingeportet. Das gefällt uns ganz und gar nicht. Okay. Eisen brauchen wir an sich eigentlich rein gar nicht mehr. Auch brauchen wir, oh, Diamantschuhe. Wann habe ich denn die bekommen? Ich könnte mir auch noch einen Diamanthelm craften. Das brauchen wir auch nicht mehr, dann brauchen wir das nicht. Alles weg, was wir nicht brauchen. Dann wird es gleich weggeportet und ist für immer weg. Weg, weg, weg. Habe ich Level? Ja, habe ich. So. Ein Level, dann können wir auch wieder was verzaubern und wir können uns jetzt ganz tolle Sachen craften, nämlich wir haben schon, ach nee, wir haben schon einen Helm. Gut, dann machen wir einen Brustpanzer. Dann machen wir einen Brustpanzer, wenn wir schon einen Helm haben, sonst hätte ich mir jetzt Schuhe und einen Helm gemacht, aber so ist es, glaube ich, lohnenswerter. Dann haben wir noch einen übrig. Gut, würde ich sagen, das nächste, was wir wollen, ist tatsächlich unser Inventar noch ein bisschen sortieren und enchanten. Und ein Goldapfel. Und Brot. Brot brauchen wir noch. Essen ist immer gut. Okay, und ich würde sagen, das kann alles weg. Das war ich dem hier. Ja gut, vielleicht sollte ich es auch so werfen, dass ich es nicht mehr aufsammle. Und okay, dann heißt es jetzt Level finden in Kisten und enchanten. Einmal enchanten können wir schon. Das wird auch unser Schwert sein oder unser Bogen. Wir machen unser Bogen, weil wir da auf jeden Fall Power drauf bekommen. Und wir haben so viele Pfeile, dann werden wir auf jeden Fall gerade auf so einem offenen Biom benutzen. Ich glaube, das war eine gute Idee. Ich hoffe es zumindest. Gold. Noch mehr Gold für ein Gold. Das Eisen, das müssen wir mitnehmen. Auch wenn wir es rein gar nicht mehr brauchen. Eisen nehme ich immer mit. Und wir sind ein Känguru, das sollte ich auch nicht vergessen. Hüpf, hüpf, wir sind ein Känguru. Gut, dann würde ich sagen, mit meinem Bogen möchte ich ganz, ganz dringend, wirklich ganz, ganz dringend, was wollte ich damit ganz, ganz dringend? Spieler abschießen, genau. Ich möchte ihn benutzen. Was für eine Überraschung. Er möchte seinen Bogen benutzen. Damit hätte ich nicht gerechnet. So, die geben wir uns langsam runter, damit wir die Kiste öffnen können. Oh Gott, wir wurden in den Kampf geportet. Der Bogen ist verzaubert, deiner nicht. Das wird uns den Vorteil er... Okay. Die Frage ist jetzt, ich dück mich. Kommt ein Spieler hinter... Jetzt, wenn der andere Spieler von hinten kommt, dann wäre das sehr, sehr, sehr fatal. So, einmal getroffen. Er hat uns auch einmal getroffen. Also ist es wieder ausgeglichen. Wir gehen... Ah, nee. Jetzt ist es nicht mehr ausgeglichen. Ist das spannend, meine Damen und Herren. Oh, ein Seelendieb. Oh, von hinten. Ich wusste es, dass einer von hinten kommen wird. Ich habe es noch, mir noch gedacht und trotzdem ist es geschehen. Eine schreckliche Sache. Gut, jetzt kämpfen sie gegeneinander. Das möchte mich doch so rein gar nicht stören. Und ich schwimme weg. Und regeneriere. Los, Maudado. Delphi, Känguru im Wasser.
Okay, er dürfte nicht viel Leben haben. Er will wahrscheinlich genauso regenerieren wie wir. Und deswegen schießen wir einfach... Okay, jetzt hat er natürlich die bessere Platzierung. Gut, er will weg. Verständlich. Und wir machen jetzt einfach die Überraschung. Wir plädieren einfach auf die Überraschung. Und haben es, denke ich, deswegen auch geschafft. Yes! Okay, das waren die Endergames. Um 19 Uhr kommt noch ein Stream. Wen das interessiert, ich weiß gar nicht, ob das davor online gehen wird. Ich muss es ja noch rendern und hochladen und thumbnailen und... oh Gott, das war aufregend. Okay, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuwatchen. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Ich sag tschüss. Tschüss.